Die ersten Teleskope wurden Anfang des 17. Jahrhunderts in Holland gebaut. Die Manufakturen Liebehei, Janssen und Metius schufen Fernrohre mit geschliffenen Glaslinsen, die das Licht brachen und vergrößerten. Der italienische Astronom und Universalgelehrte Galileo Galilei besorgte sich ein solches Wunderwerk und optimierte die Optik, bis er das beste Teleskop in Händen hielt, die es zu seiner Zeit nur geben konnte. Er betrachtete die Oberfläche des Mondes und hielt die Beobachtungen in Skizzen fest. Er bekam Krater, Berge und Täler zu Gesicht und stellte von da an die göttliche Vollkommenheit der Himmelssphären in Frage. Er beobachtete die Venusphasen und sah darin den Beweis, dass die Venus um die Sonne und nicht um die Erde kreist. Galileo konnte das Wesen der Milchstraße aufhellen, weil er mit eigenen Augen sah, dass sie aus einer Ansammlung vieler einzelner Sterne besteht. Am 7. Januar 1610 spähte Galileo mit seinem Teleskop in Richtung Jupiter und entdeckte dort vier winzige Punkte, die sich bei näherem Hinsehen bewegten. Galileo hatte die ersten Begleiter eines anderen Planeten aufgespürt. In der Schrift Sidereus Nuncius, Nachrichten von neuen Sternen, berichtete er von seinen Beobachtungen. Er lieferte den Beweis, dass nicht alle Himmelskörper die Erde umkreisen, wie man das seit der Antike angenommen hatte. Er nannte die vier Jupitermonde nach seinem Gönner Medici die medizeischen Gestirne. Durchgesetzt haben sich allerdings die Namen des deutschen Astronomen Simon Maurius, der als Mitentdecker der Jupitermonde gilt. Maurius wählte Gestalten aus der griechischen Sagenwelt, Io, Europa, Ganymed und Callisto. Und so präsentieren sich die Jupitermonde heute. Aus Pünktchen sind differenzierte Körper geworden, nachdem mehrere Raumsonden, darunter Voyager 1 und 2, Aufnahmen der großen Jupitermonde übermitteln konnten. Galileos Entdeckungen kamen nicht nur einer Revolution in der Astronomie gleich. Die Nachrichten von der wahren Beschaffenheit des Sonnensystems erschütterten religiöse Dogmen und riefen einen überaus mächtigen Gegner auf den Plan: die katholische Kirche. Die Kirchenfürsten mit dem Papst an der Spitze stemmten sich mit allen Mitteln gegen das Erstarken der kopernikanischen Weltsicht. Der Klerus hatte bereits an Giordano Bruno ein Exempel statuiert. Er wurde für seine 1584 veröffentlichte Schrift über das Unendliche, das Universum und die Welten zum Tod auf dem Scheiterhaufen verurteilt. Galileo blieb dieses grausame Schicksal erspart und er konnte einige Jahre forschen und veröffentlichen. Schließlich fiel er doch in Ungnade. Er wurde zu Kerkerhaft verurteilt, konnte aber dank seiner Gönner die Haft in Hausarrest umwandeln. In dieser Zeit schrieb er viele berühmte Werke, während die Kirchenoberen zusammen mit ihren dogmatischen Schriften in Vergessenheit gerieten, gehören Galileos Werke heute zum kulturellen Erbe der Menschheit und sein Name wurde zu einer Ikone für Fortschritt und Unbeugsamkeit.